Debatte Dr. Martin Rosemann für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, manches in dieser Debatte war schon bemerkenswert und manches, finde ich, ist auch unklar geblieben. Also zum Beispiel, was gilt denn jetzt eigentlich bei CDU und CSU? Die Position von CDA und Peter Weiß oder die Position von BDA und Jana Schimke? Und nein, bei uns ist das klar, dazu komme ich gleich noch. Und das Zweite, was ich doch bemerkenswert fand, war die Definition der Grünen von Bürgerversicherung. Also vielleicht, um das nochmal für uns ganz klar zu machen. Der Unterschied zwischen einer Bürgerversicherung und einer erwerbstätigen Versicherung ist, dass bei der Bürgerversicherung Beiträge auch auf Einkommen außerhalb von Arbeitseinkommen erhoben werden, also auch auf Kapitaleinkommen. Und das wollen wir ja gerade im Gesundheitswesen, um die Finanzierung unseres Gesundheitswesens auf eine breitere Grundlage zu stellen. Aber wir wollen es nicht dort, wo die Leistungen beitragsbezogen sind und die zusätzlichen Einnahmen auf Beiträge auf Kapitaleinkommen am Ende nur dazu führen würden, dass auch die Leistungsansprüche wachsen würden, wie in der Rentenversicherung. Und deswegen ist dort die erwerbstätigen Versicherung richtig. Ich will ja heute gerne die Frau Zimmermann loben, allerdings weniger für ihre Rede, allerdings durchaus für ihren Entschließungsantrag. Ich fand, in ihrer Rede ist halt wieder durchgekommen, dass Sie ein grundweg negatives Bild von Selbstständigkeit haben. Und dazu muss man schon sagen, viele Leute sind gerne selbstständig in diesem Land und es würden, glaube ich, sogar gerne noch mehr selbstständig werden. Und natürlich sind Gründungen und Selbstständigkeit der Impuls für Innovation, neue Ideen und damit für Wachstum in diesem Land. Das sollten Sie auch mal anerkennen. Aber ich erkenne gerne an, dass Sie in Ihrem Entschließungsantrag gute Ansätze haben und dass Sie tatsächlich relevante Probleme ansprechen, nämlich dass Selbstständigkeit eben heute nicht mehr mit einem hohen Einkommen oder einem hohen Vermögen automatisch verbunden ist und dass Selbstständigkeit häufig mit Armut im Alter verbunden ist. Zum Beispiel ist es ja so, dass bei den Grundsicherungsbeziehern 17% vorher selbstständig waren und bei denen, die keine Grundsicherung im Alter beziehen, sind es nur 10%. Und die Grundsicherungsquote ist unter Selbstständigen doppelt so hoch wie unter abhängig Beschäftigten. Und deswegen ist es ja auch so, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass bei der Anhörung, die unser Ausschuss für Arbeit und Soziales zum Alterssicherungs- und Rentenversicherungsbericht hatte, ja diese Problemgruppe Selbstständige und Altersarmut auch besonders betont worden ist. Und das alles spricht dafür, dass wir tatsächlich uns um eine verbindliche Absicherung von Solo-Selbstständigen bemühen müssen. Und wir Sozialdemokraten sehen dafür die gesetzliche Rentenversicherung im Grundsatz als den richtigen Ort an. Und dafür sprechen übrigens auch noch andere Gründe, denn die Grenzen zwischen abhängiger Beschäftigung und Selbstständigkeit sind zunehmend unklar. Sie werden fließender, Stichwort Arbeit 4.0, darauf hat Michael Gerdes hingewiesen. Und die Wechsel zwischen Selbstständigkeit und abhängiger Beschäftigung, die haben schon zugenommen und die werden in Zukunft weiter zunehmen. Und deswegen hat die SPD-Bundestagsfraktion in einem Positionspapier für eine bessere soziale Absicherung von Selbstständigen dazu detaillierte Lösungen vorgelegt. Und wichtig ist für uns dabei, dass es da keine Unterschiede gibt zwischen gutverdienenden und weniger gutverdienenden Selbstständigen. Dazu würde das Optionsmodell führen, für das Peter Weiß hier plädiert hat. Da könnten sich nämlich die Gutverdiener dann aus der Solidargemeinschaft verabschieden. Und wichtig ist auch, dass wir keine neue Trennlinie zwischen Soloselbstständigen und selbstständigen Mitbeschäftigten aufmachen. Denn das wäre in der Praxis nicht umsetzbar, würde zu neuen Wettbewerbsverzerrungen führen und damit insgesamt das Problem nicht lösen. Aber klar ist auch, wenn wir die Selbstständigen einbeziehen wollen, dann müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Wir brauchen strikt einkommensabhängige Beiträge, also Bemessung am Gewinn. Wir müssen bei der Beitragsbemessung die besondere Situation von Selbstständigen mit den stark schwankenden Einkommen berücksichtigen. Wir brauchen Übergangsregelungen. Und wir brauchen vor allem, und das haben ja nahezu alle hier im Haus gesagt, gleichzeitig eine Entlastung bei den Krankenkassenbeiträgen. All dies
ist Bestandteil unseres Konzeptpapiers und all dies ist auch eingegangen in das Gesamtkonzept von Bundesministerin Andrea Nahles zur Alterssicherung. Mit diesem Konzept, meine Damen und Herren, tragen wir den Bedürfnissen vor allem der Solo-Selbstständigen Rechnung, die ja nun seit vielen Jahren bereits die Mehrheit unter den Selbstständigen stellen. Zum Schluss, ich weiß sehr wohl, dass es unter Selbstständigen auch Vorbehalte gegen eine Einbeziehung in die gesetzliche Rentenversicherung gibt. Aber ich finde, dabei muss man berücksichtigen, dass eben die gesetzliche Rentenversicherung nicht nur aus dem Einnehmen und Auszahlen von Beiträgen und Renten besteht, sondern dass die gesetzliche Rentenversicherung eben auch Schutz bei Erwerbsminderung bietet, eine Hinterbliebenenversorgung bietet und vor allem den Zugang zu Prävention, Reha und Nachsorge sicherstellt. Und genau das haben wir ja gemeinsam mit dem Flexi-Rentengesetz hier verbessert. Und damit stellen wir sicher, dass gerade wenn sich die Arbeitswelt ändert, eine bessere Unterstützung im Arbeitsleben auch möglich ist. Und davon sollten auch Selbstständige profitieren. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Martin Rosemann. Damit schließe ich die